Hey, siehst gut aus. Danke. Na dann mal los. Bonjour tout le monde, ça va? Oh, ça va bien. Merci à la gare. Vite, 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 baguette. Bon, bon, bon. Wir machen heute mal ganz was Verrücktes. Wir wissen selbst noch nicht, was wir machen. Wir haben uns mal ein großartiges Thema überlegt, und zwar das Thema heißt. Kein Thema. Wir machen das jetzt so quasi, der eine geht das Alphabet im Kopf durch mit A, sagt die Buchstaben aber nicht. Dann kommen wir auf einen bestimmten Buchstaben und mit diesem Buchstaben muss der, der diesen Buchstaben gezogen hat, ein Thema aussuchen. Also nehmen wir mal an, So ein bisschen wie bei Stadtland Fluss. so ein bisschen wie bei Stadtland Fluss. Nehmen wir mal an, Andi würde sagen A, sag mal A, stopp. Stopp und A. A. Da machen wir. Amerika. Und dann Oh. reden wir einfach mal kurz über das Thema Amerika. Unfassbar geile Idee. Super geile Idee. Finde ich richtig Sollten wir geil. uns patentieren lassen. Patentieren, finde ich gut, aber ich finde auch gut, weil wir so krasse Improvisationskünstler sind. Oh, was ist dir? Was passiert? Nein, mir geht's gut. Ach, ein Glück. Das könnte ganz spannend werden. Vielleicht wird es auch wahnsinnig langweilig. Ich tippe eher auf langweilig. Spannend natürlich, Freunde der guten Unterhaltung. Oh, Bizeps, Bizeps. Bei B mache ich Bizeps. B wie Brüste. Ach nee, du musst erst Wie A sagen. Brokkoli. Brokkoli. Brokkoli ist mein Lieblingsessen. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Ja. Ist so ein bisschen wie The Game quasi gerade, nur in anders. In schön. In schön. Schnick, Schnick, schnack, schnack, schnuck. schnuck. Also ich würde gerne als erstes über ein Thema reden, das Ich habe heißt, doch gar keinen Buchstaben du musst gesagt. jetzt deswegen einen Buchstaben sagen, ich sag Stopp. Es ist ein bisschen verwirrend. Mach einfach. Haben wir es vernünftig erklärt? Nein, sag A. A. Stopp. G. G. G wie Gustav. Möchtest du über Gustav reden? Nein, ich darf das Thema aussuchen. Geschlechtsverkehr ist sehr oft. Ist so. Gedächtnisverlust. Gedärme? Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust. Okay, ich würde gerne über Gedächtnisverlust reden. Und Ja, zwar habe ich noch. bist du Opfer von, ne? Ich bin. Nee, noch nicht, aber ich habe überlegt. Mathematikbereich. Gedächtnisverlust. Aber stell dir mal vor, ich habe neulich mal darüber nachgedacht in meiner kleinen beknackten Welt, wenn ich denn durch Berlin laufe. Stell dir mal vor, pass auf, folgende Situation. Gedächtnisverlust, ne? Du bist Andi, ist alles cool, so, und alles in deinem Leben ist so, wie es jetzt ist, aber du hast einen Unfall und nächsten Morgen wachst du im Krankenhaus auf und weißt nicht mehr, wer du bist. Deine Freundin kommt rein und du weißt nicht mehr, wer sie ist. Und du findest sie auch nicht mehr toll und du findest sie nicht mehr attraktiv. Würde ich mich direkt an sie wieder verlieben, glaube ich. Pass auf, und jetzt Ach so, ich kommt's. finde sie nicht mehr Nein, toll. sondern deine sexuelle Orientierung hat sich verändert. Du bist jetzt Oh. wirklich schwul. Oh. Du bist homosexuell. Okay, pass Hm. auf, das ist die Situation. Du bist homosexuell, du trennst dich von deiner Freundin und du gehst wirklich dieser homosexuellen Lust richtig krass aus. Darkrooms, Swingerclubs, Gaypart, also richtig krass, weil du bist so schwul, dass du den ganzen Tag Sex haben willst. Pass auf, wirklich, ich komme noch zum Punkt. Bei der Gangbang-Party mit Ja. mehreren Männern, wo du gerade im Akt bist. Also pass auf, es könnte jetzt ein bisschen bildlich werden. Also du hast Oralverkehr und hast gleichzeitig Analverkehr. Okay, bildlich vorstellen, Leute. In dem Moment stößt du dir den Kopf und du bist wieder der alte Andy. Ja. In dem Moment merkst du, Ich bin gar nicht ich schwul. bin gar nicht schwul. Ja. Wo ist denn meine Freundin? Und du bist aber gerade mitten dabei. Ja. Was machst du? Ist schon ziemlich oft passiert, dass ich in dem Moment denke, ich bin gar nicht schwul. Aber findest du nicht, das ist doch eine krasse Vorstellung, das kann es doch geben. Ich möchte jetzt gerne mal deine Meinung dazu hören. Findest du nicht übrigens, dass die Vorstellung, die in meinem Kopf vor Tagen gereift ist, irgendwie komisch ist? Ja, ich find's traurig, dass ich nicht F gesagt habe, sondern G. Ist natürlich richtig, ist eine harte Vorstellung. Ich finde interessant auch immer, also was ich auch in der ganzen Sache, muss ich mal kurz ausholen, interessant finde, ist auch, dass man einen Menschen sieht wie du, der auf der Straße läuft, irgendwie Kopfhörer im Ohr hat, aber der an sowas denkt. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja? Ja. Woran denken Sie denn gerade? Was hören Sie für Musik? Ich denke gerade dran wie, und dann die Story von dir. Aber was würde ich machen? Mann, was würde ich machen? Ich weiß gar nicht so richtig, was machst du denn da? Was machst du denn da? Ich habe gezaubert. Was machst du denn da? Nee, 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 was machst denn du da? Ich hab jetzt die Ich Geschichte bin erzählt. hier. Ich Also ist eine krasse Vorstellung. Vielleicht Das kann ist man auch echt gar keinen, krass. vielleicht kann man auch gar keine Vielleicht Lösung würde man dann finden. direkt zum Massenmörder werden in dem Moment. Weil alle das vergessen müssen da in dem Raum. Gut, ich finde, das Thema G haben wir abgearbeitet. Oh. Ende. Na, mal gucken, was jetzt passiert. A. Stopp.
E. E. E wie... Eier. Erektionsstörung? Warum kommt mir das als erstes? lass mal. E. E wie S. S, der Clown. Oh, ganz aktuell. Ist im Kino gerade. Ganz aktuell. Na, erzähl mal. Bist du im Kino? In Amerika im Kino, in Deutschland noch nicht. Wenn das hier ausgestrahlt wird, vielleicht auch schon in Deutschland. Ich bin richtig heiß auf den Film. Ich möchte den gucken. Hab immer noch keinen, der mit mir ins Kino geht. Weil hast du immer noch keinen Stand? Ja, das stimmt. Warum? Ich möchte mit ihm ins Kino gehen. Never. Warum? Ey, auf keinen Fall. Wie findest du Horrorfilme, Pennywise, Babadook etc.? Also es ist Kindheitstrauma. Total. Ey, ich habe das als Kind irgendwie so nebenbei gesehen, Horror. Ich kann den auch nicht, weißt du, das ist das Krasse beim S-Film, beim neuen, der ist so gut bewertet oder soll so gut sein, dass ich total interessiert bin, diesen Film zu sehen. Aber ich kann ihn nicht im Kino gucken, ich werde ihn mir irgendwann auf Blu-ray ausleihen und morgens um 11 gucken. So? Ja. Aber weißt du, beim Horrorfilm, einfach Ton ausmachen ist gar nicht mehr so schlimm. Im Kino lässt sich das aber leider sehr schwer machen. Ich finde das Original so gut. Also nicht das Buch, sondern den Film, den auch finde ich ja sehr gut. Ja, weil du nicht lesen kannst. Richtig. Und dachte mir so, vielleicht wird der scheiße, aber der geht ja jetzt so durch die Decke. Und der vor allem auch mit diesem ganzen Stranger Things-Ding, mit diesen Kids, die irgendwie was machen und so, ist ja immer interessant irgendwie. Macht irgendwie Spaß zu gucken. Soll auch so eine Stand-by-Me so ein Feeling rüberbringen und auch so ein 80er-Jahre-Feeling und sowas. Stand-by-Me ist ja übrigens auch von Stephen King. Ne? Ja, deswegen, genau. Also wir können ihn uns irgendwann mal auf Blu-ray angucken. Nein, ich will, dass wir ins Kino gehen, Mann. Nein. Sehe ich aus wie so ein doofer Clown? Ja, schön. Hast du noch irgendwas zu S zu sagen? Ich habe es abgearbeitet. Sehr gut. A. Stopp. I. I? I. Mi. I wie? I wie? Identifikat, improvisieren. Sehr gut. Wie? iPhone. Neues iPhone. Neues iPhone. Ja. Hast du gesehen, die Keynote? Nee. Hast du echt nicht gesehen? Nö. Ein bisschen natürlich. Ich bin ja so ein Apple-Freak. Ich stelle mir immer eine Erinnerung. 12. September, 19 Uhr, Keynote gucken. Richtiger Apple auf meinem Apple TV habe ich das geguckt. Apple-Fake? So werden Leute genannt, die so Apple-Fans sind wie du. Buffack. Ja, und Leute wie du werden bescheuert genannt. iPhone. Es gibt das iPhone 8, Leute, und es gibt das iPhone... Ja, endlich! Man hat das 7S übersprungen für alle Fact-Checker. Und es gibt das iPhone 10. Wird es dadurch niemals ein iPhone 9 geben? Es gibt auch kein Windows 9. Es gab Windows 8 und dann gab es Windows 10. 9 ist irgendwas Schlimmes. Ja, 9, sagen die. Dann. 9. 9. Kaufst du es dir? Wenn ja, welches? Also wenn, ich glaube, es kommt nur eins in Frage. Diese 8 Scheiße kommt nicht mehr in Frage, außer du hast irgendwie noch einen Wecker aus der DDR irgendwie so, ja. Also, aber du musst schon iPhone X musst du dir schon holen. Aber eigentlich die kleine Version, 1.150 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld, ne? Aber die könnten, glaube ich, auch 2.000 Euro dafür verlangen, so, und die Leute würden es trotzdem kaufen. Ja, das ist scheißegal, glaube ich. Wie findest du denn das Design? Ja, aber weißt du, was krass ist? Dass Samsung ja mit diesem Infinity-Display das eigentlich schon alles hat. Ist ja wirklich nichts Neues. Interessiert keinen Schwanz. Was interessiert dich denn? Nee, es interessiert keinen Schwanz. Das Thema interessiert mich schon, aber es interessiert keinen Schwanz, was Samsung hat. Es interessiert alle, was Apple hat. Ja, das ist einfach, ja, oder so. Dieses ohne Kabel laden gibt es auch schon oder so. Also, aber du kannst aber jetzt, Apple noch nicht. Und du kannst jetzt Emojis animieren. Ja, das finde ich. Ich glaube, als Steve Jobs damals vor 10 Jahren das iPhone rausgebracht hat, hat er sich gedacht, das ist Innovation. Dahin soll es gehen. Animierte Emojis. 100%. Das soll seine Legacy sein. Und dafür ist er Tim Cook, dem neuen CEO von Apple, sehr dankbar, dass er sein Andenken in Ehren hält und jetzt $2.000 Emoji-Machines raushaut. So, Start. Ach, wechseln wir schon das Thema, ja? Hast du festgelegt? Okay, A. Hat er schon A gesagt? Affe? Stopp. P wie... Na, ich kann mir vorstellen, was kommt. Echt? Penis. Möchtest du nicht über deinen Penis reden? Das wäre zu kurz. Oh! Pizza.
Pizza, magst du Pizza? Magst du Pizza und dann muss ich an, vom Pizza muss ich an Pizza Hut denken und dann muss ich natürlich an Cheesy Crust denken. An Cheesy Crust denken und an Fast Food. Du redest jetzt aber nicht über Fast Food. Ich rede, also Cheesy, über Pizza Hut. Pizza, ja, aber generell. Okay. Was ist denn so dein Lieblingspizza? Pizza. Mein Lieblingspizza ist, ich bin da, so wie die meisten Deutschen, habe ich neulich gelesen, der Salami-Typ. Ah. Aber Cheesy Crust ist der Hammer. Ich hasse es, dass in Deutschland Pizza Hut nicht liefert. Ja, ach so, nicht liefert, dass es auch so wenig gibt. Ja, aber... Immer ewig fahren irgendwie bei... Hier flog eine Fliege. Ja, die fliegt immer noch. Ach, die war auf meinem Arm, naja. Da hast du ein richtig spannendes Thema ausgesucht, finde ich gerade. Findest du? Erzähl mal, komm, jetzt musst du so eine Story raushauen, du hast mal bei Pizza Hut gearbeitet und hast mal auf die Pizzen onaniert oder so. Nee, kann ich nicht erzählen. Ich habe dir doch erzählt, wie ich Pizza finde. Wie findest du Pizza? Ich finde Pizza richtig lecker und esse Pizza immer sehr gerne, aber ich will, wie du von mir wissen wolltest, was ich im Gay Room mache, will ich von dir wissen, welche Pizza du magst und welche Pizza du, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch Pizza essen könntest, welche Pizza würdest du essen? Salami, Cheesy Crust Salami. Das ist deine Antwort. Das ist meine Antwort. Was wäre denn deine Antwort? Meine Antwort ist, ich würde mir ein Pizza-Suit machen, so wie der Pizzamampf aus Spaceballs, wo immer... Dann würdest du dich selbst essen. Dann würde ich mich selbst essen. Mann, das war eine spannende Reise. Hat ultra Spaß gemacht. Abonniert doch unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und liked das Video. Und vor allem teilt auch das Video mit euren Freunden mal auf Facebook oder auf Twitter. Und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, dann kommt doch mal auf Patreon und schaut euch an, was wir da so für euch zu bieten haben. Vielen Dank. Mensch, 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 Siegfried und Roy hier am Start, könnte man meinen. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit uns. Bin beeindruckt. Ja, das ist stark von uns schon, finde ich auch. Wir sind schon schon saugeil. Aber bescheiden sind wir nicht. Saugeil. Ja, in dem Zusammenhang sagen wir Tschüss. Und Shine On. Das ist aus, das ist aus. Was sagst du? War ja mal, war ein bisschen aufregend. Meinst du, es war langweilig? Ich glaube schon, ja. Lass mal ins Kino gehen, Mann. Nee. Ja, also, aber nicht in S. Kann ich auch wirklich nicht, weil ich Angst habe. Kann ich nicht. Ich kann das nicht. Reiß dich mal zusammen, Alter. Ich war bei Paranormal Activity im Kino und konnte wochenlang nicht schlafen. Ja? Ja. Hast du dir eingekackt? Ich habe einen Film gesehen, wo Chucky die Mörderpuppe jemanden aus dem Bett reißt. Und ich konnte wochenlang als Kind, habe ich mich nicht getraut, irgendein Körperteil aus der Decke raushängen zu lassen. Ja, weil ich gedacht habe, wenn ich unter der Decke bin, kriegt mich Chucky. Habe ich immer noch. Hat man manchmal, ne? Ja. Also, wirklich, oder? Finde ich nicht so geil, den Fuß einfach so raushängen zu lassen. Nee, hat man. Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht. Was ist denn da los? Aber unter Decke ist alles safe. Sau dumm, ne? Ja. Aber es ist bei mir genauso. Ich denke, nee, so wie irgendwas raushängt, zack. Greift einer von unten ran. Ja. Ja. Letzte Frage. Schieß los. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwul bist du? Sind nicht 5. Okay. In dem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden. Dich brauche ich nicht fragen. Eine 12.